Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute habe ich wieder ein super schnelles Pfannbörek-Rezept für euch. Ihr braucht nicht mal 10 Minuten dafür. Es ist auf die Schnelle vorbereitet. Alles wird klein geschnitten, Jufka. Die ganzen Zutaten werden einfach hineingegeben und in der Pfanne gebacken. Das könnt ihr zum Frühstück essen oder aber auch einfach zum Mittagessen und zeige euch die Zutaten dazu. Ich gebe jetzt 200 ml Milch in eine Rührschüssel hinein, gebe so ungefähr 4 Esslöffel Öl dazu, 2 Eier, 2 Esslöffel Joghurt, ein bisschen Salz, ich habe jetzt einen halben Bund frische Petersilie klein geschnitten, gebe so ungefähr 50 Gramm geriebene Käse und 100 Gramm Schafskäse hinein. Ich habe zwei Jufkas einfach in kleine Stücke schneiden und in die Milchmischung hineingeben. Jetzt werde ich das in eine Pfanne backen. Ich gebe ganz wenig Öl hinein. Und gebe einen Deckel darüber. Ihr könnt das mit einem flachen Teller umdrehen. Ich habe das jetzt einmal umgedreht und backe die andere Seite. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Ich wünsche allen, die es ausprobieren möchten, viel Spaß dabei und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.